Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Made in Germany Box von BOZ. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Made in Germany von BOZ. Es ist die erste Box von BOZ. Und falls ihr BOZ noch nicht kennen solltet, es ist in meinen Augen einer der besten Rapper, die es in Deutschland gibt. Er hat bereits mehrere Releases rausgebracht. Das war der Vorgänger, BOZ Kopfkrieg. Absolute Empfehlung. Und jetzt ist Made in Germany das neue Album und dieses in einer Box erschienen. Die Box sieht folgendermaßen aus. Also wir haben hier eine dreckig verwaschene Fotografie eines Hauses. Schwarz, rot, gelb, mehr oder weniger zu erkennen. Oben steht noch Ratos Locus Records präsentiert. Bei dem Label war BOZ damals, ist er jetzt mittlerweile nicht mehr. Ratos Locus sagt vielleicht dem einen oder anderen was, das ist von Nate57 und Telly Tales, also die sind halt unter Vertrag. BOZ Made in Germany lesen wir hier und MEG Box, also Made in Germany Box. Auf den Seiten zieht sich das Design durch, ist aber nichts aufgedruckt. Und auf der Rückseite, das klappert schon, finden wir die Credits bzw. den Barcode. Alles klar. Okay, dann schauen wir mal, was sich alles in der Box befindet. Was mir schon mal sehr gut gefällt, die Box ist quadratisch und relativ hoch, aber was mir sehr gut gefällt, ist, dass man den Deckel abnehmen kann. Also es ist nicht so eine 0815 Standard Clubbox, wie man sie meistens hat, sondern der Deckel ist abzunehmen. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir einen Sticker, einmal die Instrumentals, das Album an sich, ein T-Shirt, ein Riesensticker, ein Poster und ein Stempel. So sieht das Ganze von innen aus. Wir werden das Ganze wieder zumachen. Und wie immer fangen wir an mit der CD an sich. Hier sehen wir das Haus jetzt besser. Schwarz, rot, gelb gestrichen. Ratos Locus präsentiert. Made in Germany Premium. Gefällt mir richtig gut vom Design her. Und super Jewel Case. Der Mann weiß, was gut ist. Und auf der Rückseite sehen wir BOZ im Tanktop. Und wir haben hier 18 Tracks aufgelistet. Inklusive Bonus Tracks 1, 2, 3. Und zu den Tracks muss ich ehrlich sagen, also ich höre lange, lange Deutschrap. Also ich bin in Deutschrap reingeraten, so mit, ich sag mal, 10, 11 Jahren. Also es ist mittlerweile 15 Jahre her. Und ich kann mich nicht an ein Album erinnern, oder ganz wenige, das mir wirklich so gut gefallen hat und wo es so viele Tracks gab, die mich lange Zeit begleitet haben. Weil normalerweise ist es so, ihr kennt das wahrscheinlich, ihr hört ein Album an, ihr feiert's, dann gibt's nach dem zweiten, dritten Mal einfach so zwei, drei Tracks, die sich rauskristallisieren, die sind eure Favoriten, wegen dem Text, wegen der Stimmung, wegen dem Beat etc. Und dann irgendwann habt ihr die tot gehört, dann entdeckt ihr vielleicht noch ein, zwei Songs, die ihr am Anfang nicht so gefeiert habt, aber im Endeffekt bleibt so bei drei, vier Songs von 15 bis 20 Tracks, die ihr wirklich, wirklich dauerhaft hört, wenn überhaupt. Ich muss sagen, bei diesem Album deutlich mehr. Also meine absoluten Favoriten sind Brief, ist ein deeper Track. Nur Musik, auch ein deeper Track, aber gefällt mir sehr gut. Kalte Welt und Made in Germany ebenfalls, sind auch eher deepere Tracks. Was du nicht sagst, beziehungsweise Chaos Flow, sind eher härtere und gehen mehr nach vorn, auch der Beat, und sind mehr so Punchline- und Battle-lastig. Gefällt mir aber richtig gut. Regen, auch nochmal ein deeper Track. Kein Kuss ist mehr so ein
Punchline und Battle Track. Und Machtlos gefällt mir auch noch richtig gut, ist ein Deeper Track. Also es sind wirklich ungelogen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tracks drauf, die ich nach aller Zeit immer noch höre, obwohl das Album echt schon lange draußen ist. Und alles digital mit Joker und Motrip gefällt mir auch gut. Ist jetzt nicht so hängen geblieben, ich meine, hat eine krasse Aussage der Track, aber wie gesagt, hört das Album unbedingt mal durch. Es gibt jede Menge Videoauskopplungen, beziehungsweise auf Spotify findet ihr die ganz natürlich auch. Und lasst euch mal darauf ein. In meinen Augen hat dieser Typ BOZ viel, viel zu wenig Aufmerksamkeit. Okay, dann haben wir hier das Booklet. Ups, das war der Stempel. Und dann haben wir hier, gefällt mir richtig, richtig gut, die Infos bzw. die ganzen Texte zu den einzelnen Tracks. Also wir haben hier Kalte Welt und hier ist wirklich der gesamte Songtext abgedruckt. Und das zieht sich dann hier so durch. Okay, das ist die Danksagung. Ich bin jetzt nur etwas verwirrt, weil es hier endet mit Made in Germany. Das heißt, okay, es wurden nur einzelne Tracks, nicht der Reihe nach, sondern es wurden einfach die Tracks Kalte Welt, Totalschaden, Brief, Made in Germany abgedruckt. Also leider nicht alle Tracks. Wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag, das ganze Booklet beim nächsten Mal dicker zu gestalten, wirklich alle Tracks abzutippen. Aber ich finde es trotzdem gut, also besser als gar nichts. Und sollten generell viel mehr Rapper machen, die Texte in ihrem Booklet oder in einer zusätzlichen Beigabe abzudrucken. Okay, die CD wieder in diesem Schwarz-Rot-Gelb-Design mit diesem dreckigen, verwaschenen Design. Made in Germany Premium. So sieht das Ganze aus. Hier hinten nochmal dieses Deutschland-Design. Dann haben wir die Instrumentals. BOZ Made in Germany Instrumentals. Auch hier wieder 18 Tracks, beziehungsweise inklusive drei Bonustracks, 21 Tracks. Also 21 Instrumentals auf dieser CD. Ja, auch wieder diese Schwarz-Rot-Gelb-Optik und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir den Riesensticker BOZ Made in Germany. Also der ist echt riesengroß. Zum Vergleich, wir haben hier das Album. Also er ist fast doppelt so groß wie so ein Albumcover. BOZ Made in Germany im Hochformat kann man sich gut aufkleben. Sehr schön. Dann haben wir noch einen kleinen Sticker. Made in Germany BOZ Ratus Locus Records im Kreisformat. Fällt mir auch richtig gut, gerade auch dieser BOZ-Schriftzug so in diesem 3D, dieser 3D-Optik. Dann haben wir etwas ganz Besonderes, das habe ich noch nie in einer Box gesehen. Das ist ein Stempel. Bedeutet, ihr habt hier stehen BOZ, oben Made in Germany, unten Ratus Locus und BOZ, genau das, was ihr hier auch seht, in dieser 3D-Optik. Also, falls ihr mit Stempel mal zu tun gehabt habt, einfach in so ein Stempelkissen, dass dann hier die Stempelfarbe drauf ist und dann könnt ihr natürlich BOZ hinstempeln. Wo immer ihr möchtet, könnt ihr natürlich eure Umwelt verschönern, verzieren und Promo für den guten Mann machen. Und dann haben wir noch ein Poster. Ein doppelseitiges Poster. Also einmal im Hochformat BOZ Made in Germany und wieder diese Optik, dieses Haus. Und auf der Rückseite ähnlich. Also ich schaue jetzt nur gerade, wo der Unterschied ist. Einmal haben wir dieses Haus, Made in Germany BOZ,
irgendwie. Sehe ich ehrlich gesagt keinen Unterschied. Ich weiß es nicht, ob das beabsichtigt war oder ob es hier irgendwie zu einem Produktionsfehler kam. Ist mir auch ganz egal. Ich feiere das Design und werde mir auf jeden Fall, ja, in der beiden Seiten aufhängen. Falls ihr irgendwie wisst, was da passiert ist oder wo der Unterschied der beiden Seiten liegt, dann bitte in die Kommentare damit. So, dann legen wir das Ganze mal wieder zusammen. Und dann haben wir als letzten Bestandteil noch das T-Shirt. Dieses in weiß gehalten mit schwarzem Aufdruck. BOZ Made in Germany lesen wir hier. Hier unten noch so ein Strichcode. Also hat generell sowas von so einem Etikett von der Optik. Gefällt mir echt gut, auch wenn es schlicht schwarz-weiß ist. Neckprint ist keiner vorhanden. Wir haben hier ein Gildan Softstyle in Größe L, 100% Cotton, also 100% Baumwolle, made in Honduras. Schauen wir uns gleich noch im Detail an, damit ihr einen Eindruck bekommt, wie das Ganze getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier quer über die Brust diesen Barcode bzw. dieses Etikett BOZ Made in Germany und den Strichcode darunter. Ansonsten das T-Shirt in weiß gehalten. Und wie gesagt, auch wenn es so schlicht weiß-schwarz ist, gefällt es mir echt gut von der Optik her und kann man auf jeden Fall tragen. Und wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das Made in Germany T-Shirt, das ihr gerade gesehen habt. Dann diesen BOZ Stempel. Diesen BOZ Sticker. Diesen Riesensticker BOZ Made in Germany. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Das doppelseitige Poster im Hochformat. Und das Album im Super Jewel Case. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box, Made in Germany von BOZ. Wie gesagt, in meinen Augen einer der unterschätztesten oder unbekanntesten Künstler in Deutschrap, aber er hat es echt verdient, meiner Meinung nach, mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Und wenn ihr ihn noch nicht kennt, gebt ihm Ganzen eine Chance, hört euch seine Tracks an, zieht euch mal ein paar Videos auf YouTube rein. Gerade die Sachen von Made in Germany bzw. Kopfkrieg oder der Farben-EP kann ich echt jedem empfehlen. Und wenn ihr die Musik feiert, wenn ihr den Künstler unterstützen wollt, die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.